Es ist neu, einzigartig ausgestattet in seiner Klasse und soll noch in diesem Sommer den Weltrekord auf der Strecke Monte Carlo Venedig brechen, die Rip Duno und die Strach in Korneuburg in See. Nach der Weltpremiere auf der Bootsmesse in Dulm war das Rumpfschlauchboot Rip Duno ein zweites Mal in Österreich zu sehen. Am 18. Mai war diese jüngste Entwicklung aus dem Hause Avila exklusiv im WMCW-Hafen in Korneuburg in Action zu sehen. Rip Duno hat seine patentierte Technik von Avila, einem weltweit führenden Unternehmen in der Forschung im Design von Bootstechnologien, auch für militärische und polizeiliche Zwecke. Das italienische Traditionsunternehmen im Besitz der Familie Sala feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Österreich-Partner MAC Yachting Austria, maßgeblich beteiligt an den Innovationen aus dem Hause Avila, zeichnet für den Vertrieb der gesamten Produktpalette in Österreich verantwortlich. In diesem Sommer soll Rip Duno den Rekord des mehrfachen Weltmeisters Fabio Buzzi auf der Strecke Monte Carlo nach Venedig brechen. Es gilt, die 1200 Meilen, ca. 2000 Kilometer in weniger als 32 Stunden, 46 Minuten und 15 Sekunden zu bewältigen. Der Rekordversuch ist ambitioniert, denn Rip Duno ist ein normales, für jedermann erhältliches Boot. Seine beiden Motoren haben insgesamt nur 400 PS, nicht wie das Boot des Weltrekordhalters mit 700 PS, und es fahren nicht Profis, sondern nur Hobbypiloten und Werkstestpiloten. Und es war ein ganz ein tolles Gefühl, mit diesem Gefährt über die Donau zu flitzen. Und selbst dort, wo man im Sog oder im Kielwasser eines anderen Bootes fuhr, selbst da lag es ruhig auf der Strecke. Wir haben jetzt eine wunderbare Bootsfahrt hinter uns. Es geht eigentlich um einen Weltrekord, und zwar zwischen Monte Carlo und Venedig. Und wieso jetzt hier in Korneuburg?
Wieso jetzt Imco Neuburg? Das, da wir als MAC Yachting eine Kooperation mit WMCW Yachtclub haben, wollten wir auch diesen Club ein bisschen hochheben und wollen wir unsere Zusammenarbeit vertiefen, haben wir eben angeboten, eben dieses Boot, der in Weltrekord fahren wird, auch zu Korneuburg zu bringen. Es ist eine italienische Firma, das ist Avila, bekannt durch eigentlich Boote für die militärische oder für die polizeiliche Verwendung. Jetzt, glaube ich, wird ein neues Segment gemacht, wo man diese Boote auch dann für den privaten Zweck verwenden kann. Ist das richtig? Das ist richtig. Also seit einigen Jahren die Firma Avila bietet auch diese Boote an jeden mit gleichen Qualität. Also die Qualität wird bestehen, das heißt für Militär oder spezielle Einsätze werden die Boote an jeden angeboten. Mit sehr gutem Preis natürlich. Jetzt zurück zu diesem Wettbewerb. Es geht darum, es ist ein Weltrekord aufgestellt, der wurde aber nur von Profis bis jetzt gemacht, in den letzten, glaube ich, 30 Jahren. 20 Jahren. Und jetzt will man versuchen, dass man auch zeigt, wenn die Technik passt, kann das auch ein Amateur machen. Ist das richtig? Ganz genau. Also wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Boot auch die Profis schlagen können. Der letzte Weltrekord 2016 wurde von Fabio Buzzi aufgestellt. Das ist ein Name im Bootsbereich wie der Michael Schumacher in Formel 1 Bereich. Und wir als Amateure mit Standardboot wollen wir diesen Rekord verbessern. Ich möchte nur kurz dazu sagen, der letzte Rekord beläuft auf 32 Stunden, 46 Minuten und 15 Sekunden. Wir haben die Ambitionen, diesen Rekord bei 30 Stunden hochzulegen. Ich möchte auch dazu erwähnen, dass bis jetzt waren Profi-Piloten und Profi-Boote. Die Boote waren extra für diese Weltrekorde eingerichtet. Wir haben ganz Standardboot und Standardpiloten, die sind Hobby-Piloten, das sind Leute, die das Bootfahren lieben, mögen, aber sind keine Profis. Ich habe gesehen, das Boot hat nicht so einen hohen Tiefgang wie viele andere, also so einen starken Tiefgang wie viele andere, und hat auch rundherum zur Stabilisierung diese Luftkammer. Ich habe aber auch gehört, wir haben ja schon vorher miteinander gesprochen, wenn diese Luftkammer zerstört ist, ist das Boot trotzdem manövrierfähig und kann sich trotzdem gut bewegen noch. Ne? Also das ganze Geheimnis liegt an dem Rumpf. Es ist ein spezielles Rumpf, der eben für militärische Zwecke entwickelt worden ist. Unsere Boote sind um die Hälfte leichter als unsere Mitbewerber. Und wir haben extrem gute Stabilität, wie Sie auch selber gesehen haben, wie die Boote beim nicht so guten Wetter mit Wellen auch 100 Kilometer in der Stunde ohne Probleme fahren kann. Und wir wollen auch mit dieser Weltrekord zeigen, dass professionelle Firma mit speziellen Bereich auch für Sportboote, für Kunden, die Freizeit lieben, auch den Boot haben können. Das wollen wir auch zeigen, dass dieses Boot was Besonderes ist. Und wir sind überzeugt, dass wenn Technik passt natürlich, wir haben auch einige Faktoren, die unabhängig von uns sind, diese Weltrekord schlagen werden. Jetzt mit dem Boot, mit dem wir unterwegs waren, das ist das Boot, also der Boot, mit dem dieser Weltrekordversuch unternommen wird. Es gibt dann das kleine Boot, das haben wir ja auch auf der Donau begegnet, das auch sehr flott unterwegs ist. Also es gibt nicht nur das große Boot vom Modell, sondern es gibt mehrere Modelle. Jawohl, also dieses Boot, was wir jetzt gewesen waren, ist eine von vielen. Unsere Palette ist von 5,5 Meter bis 9 Meter. Sind ganz
günstige Modelle mit gleichem Rumpf, mit gleicher Qualität. Es ist gleiche Qualität wie den großen Boot, sind auch aber für Leute, die ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben, auch gedacht. Und wie Sie auch neben uns die anderen Boote gesehen haben, die fahren genauso fantastisch wie das große Boot. Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche alles Gute, dass dieser Weltrekord, dieser Rekordversuch auch gelingt. Wir werden sicherlich erfahren, ob er funktioniert hat, werden dann auch unseren Zuschauern Bescheid sagen. Und muss sagen, es war wirklich ein faszinierendes Erlebnis. Es war, wobei man sieht, auch in dieser, wir sind ja im Kiel des anderen Bootes gefahren, es war fast nicht zu spüren. Also ein ganz tolles Gerät. Ja, vielen Dank, dass Ihnen auch gefallen ist. Ich lade auch die Leute, die mehr über die Boote erfahren wollen, auf unsere Homepage www.macyachting.eu. Da können Sie die Leute mehr in unsere Boote erfahren. Natürlich können Sie persönlich mit uns Kontakt auftreten. Die können auch Probe fahren, können sich auch selbst im Wasser überzeugen, wie die Boote fantastisch sind.